Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Japan. Jawohl, heute steht das Rennen an, das letzte Saisonrennen. Okay, es wird sonnig werden während des Rennens, das ist schon mal eine gute Nachricht. Genau, wir müssen schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Nach diesem Rennen müssen wir mal gucken, wo dann der Weg hin wird. Bin ich ein bisschen gespannt, um ehrlich zu sein. Willkommen am prachtvollen Suzuka International Circuit, der nur einen Katzensprung entfernt von der Ise-Bucht wunderschön ländlich in Japan liegt. Was für Überraschungen hält der große Preis von Japan heute für uns parat? Suzuka hat einen ganz besonderen Reiz. Die japanische Strecke, die einzige in Form einer 8, besteht aus 18 Kurven, 10 rechts und 8 links, die Gesamtlänge 5,79 Kilometer. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit ist verhältnismäßig hoch. Bei trockener Fahrbahn liegt sie bei 218 km/h. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über Schumacher. Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Schumacher macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung... Bei der Zeit denke ich mir so 1,4 Sekunden langsamer. Weiß nicht, ob wir da mithalten können im Rennen. Taube, Vettel, Norris und Lance Stroll. Ocon, Hamilton, Antoine Hubert und Quert... Wer strafversetzt worden? Och, Gasly. Warum? Und Kevin Magnussen. Latifi, King, De Vries und Jack Aitken. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Was ich auch nicht verstehe, ist, dass King, finde ich, öfter besser ist als De Vries als andersrum. Oder sehe ich das falsch? Oh, minus 0,02. Ja, nee, das riskieren wir mal nicht mit den Reifen. 16,5 Runden. Wir wollen Bottas schon ein bisschen auf den Sack gehen heute. Let's go. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Der ist halt schon warm, hinten ist auch schon warm. Aber rechts vorne, ja, ich sehe schon wieder Probleme aufkommen. Wir haben auf mehreren Rennstrecken, ist mir jetzt schon aufgefallen, auch letztes Mal in Russland beim Regen, die linke Seite, gut, natürlich, wenn du im Kreis fährst, ist es wahrscheinlich, dass die linke Seite wärmer wird als die rechte. Vor allem, wenn du jetzt mit dem Uhrzeigersinn fährst. Aber mir ist aufgefallen, dass die linke Seite oft deutlich wärmer ist als die rechte. Also sprich, dass wir teilweise links wirklich, sagen wir mal, fast 5 bis 10 Grad mehr haben. Was halt nicht so geil ist, wenn ich jetzt anschaue, wir haben hier jetzt wieder im linken aktuell 90 Grad, wenn wir im rechten innen, gut, jetzt haben wir 89 Grad, aber ansonsten, ja, ist schon ein Unterschied, beziehungsweise rechts mal wärmer. So, Verstappen hinter uns, das ist auch eigentlich selten, dass ein Red Bull direkt hinter uns startet. Haben wir uns eigentlich nur auch am A1-Ring. So, und jetzt geht's gleich los. Großer Preis von Japan. Letztes Mal sind wir hier im Mittelfeld gestartet von 12. Da ist Sergio von 1 gefahren und auf 1 ins Ziel gekommen. Was können wir diesmal anrichten gegen Valtteri Bottas? Wird uns Valtteri Bottas abziehen? Schenken wir Valtteri Bottas hier nochmal eine Chance?
Euren aufs Maul, wortwörtlich gesagt. 1, 2, 3, hier stehen schon hinter uns. Die letzten stellen sich gerade hin, wenn Latifi parkt. Oder Aitken parkt, kann es losgehen. Aitken ist gleich letzter. Ich krieg die Krise. Valtteri crasht uns. Und wir haben das Problem, ja, hier. Hier liegt unser Problem. Flügelschaden reparieren ist aus. Ja, das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Flügelschaden haben, müssen wir noch reparieren lassen. Ach, Mann. Das ist doch Kacke. Das ist doch richtig Kacke. So, jetzt muss ich schauen, ob Bottas loswerden hier. Ansonsten macht er uns nämlich gleich ordentlich Dampf, macht er uns eh schon. Ja, komm ein bisschen zu weit raus. Und wieder! Er sucht halt immer die kleinste Lücke. Er sucht halt die kleinste Lücke und meint, ja, daraus kann ich Kapital schlagen. Ja, nein, wir können die Tür trotzdem noch zumachen. Zwar nicht komplett neben der Strecke oder sonst was. Ach man, Walter, wie was soll denn das? Also das war echt ein anstrengendes Jahr. Ich hoffe, dass es echt mit Vettel hoffentlich nächstes Jahr besser wird. Ansonsten, ja gut, Max hat uns noch nicht so oft abgeschossen. Sonst weiß ich nicht genau. Carlos, Lando. Ja. Ja, mit unserem Powerbutton kommt uns Valtteri nicht hinterher. Das ist ein Fakt. Mit dem Powerbutton schafft das nicht. Na, jetzt hat er eine Chance. Theoretisch später ein DRS, das ist natürlich ganz schlecht für uns, klar. Wenn wir erstes sind, haben wir keine Chance auf DRS. Große Chance geben, dass er da an uns vorbeikommt. Ricardo, Verstappen fahren hinterher. Der Rest mehr oder weniger aber ein bisschen weit abgeschlagen. Sainz auf der 5, was ist denn da passiert? Leclerc muss ein bisschen verloren haben. Ich bin bald andere von Walter gekommen. Spätestens auf der Geraden vermute ich ihn. Platz wegen von uns vorbeikommen kann. Oh jawohl. Oh ja. Ein Ferrari war schon drin. Ich glaube, da hat es mit dem Ferrari gekracht. Kann das sein? Ich weiß noch nicht, ob das Vettel oder Leclerc ist. Der bei dem Feld nach einer Runde schon deutlich hinterher trottet, wenn ihr links unten guckt. Schon mal 29,9. Ricardo 1,29,6. Albon 1,29,5. DS ab jetzt aktiviert. Valtteri 0,6 Sekunden hinter uns. Das taugt mir natürlich gar nicht. Das ist ja logisch. Wir haben in den ersten drei Runden nicht aus dem DRS-Fenster gekommen. Das heißt, er kann jetzt voll angreifen und er wird voll angreifen. Und das führt meistens zum Crash. Wie gesagt, ich gebe mich hier nicht geschlagen. Wir haben in Suzuka noch nicht gewonnen. Eine Saison voller Siege an sich, wenn man das genau betrachtet. Das Auto ist noch ganz. Und jetzt hat er halt DRS. Und jetzt wird es dann ganz spannend. Wir haben zwar den Power Boost.
D for a new strategy option. Okay, copy that. Was? Warum ist das Runde 8? Das ist nicht deutlos. Das müssen wir im Auge behalten. Vielleicht müssen wir noch in Runde 6 reinkommen. Weiß ich, ob sie die Bock das in Runde 6 reinmachen. Das war nämlich ein Undercut gegen uns. Das fand ich nicht so geil. Und wieder! Es gibt's nicht! Bottas sieht halt diese kleinste Lücke und kann sich halt nicht verkneifen, dass er da reinstößt. Wirklich nicht. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, was ihn ab und zu verleitet, dass er da sagt, ja, da sehe ich eine Lücke, da kann ich durchfahren. Ja, nee, einfach nein. Ich bin eine komplette Wagenlänge vor dir vorm Bremsen. Kerle. Wieder. Kurvenausgang, komplett unnötig. Die Hälfte der Strecke ist frei. Oh, Porsche gegen Porsche. Oh, wow, 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 wow. Verstappen, doppelter Windschatten da hinten eigentlich. Und Bottas zieht zurück. Das erinnert mich an Senna und Prost. War nur das 91, oder? 92, 93? Ich war noch nicht auf der Welt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nur, dass es in dieser Kurve bereits gekracht hat zwischen den beiden. Das war mit DRS, kommt aber nicht ran. Toll, 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 dass das so bleibt. Nächste Runde, 25% am Ende der Reifen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch mit dem fahren sollen. Ich weiß nicht, ob die noch länger durchhalten. Ich wäre eigentlich so spätestens bei 30% reingekommen. Hinten sehen sie halt gut aus. Hinten sehen sie richtig gut aus. 22% hinten. Bombe. Aber vorne machen sie halt langsam, glaube ich, nicht mehr so mit. Schön, jawohl. Kommen zum Glück nicht ins Aus. So, jetzt der Power Boost an. Bottas kommt wieder. Wir machen das Ding zu. Bottas ist neben uns. Boah. Nö. Passieren verboten. Runde 5. 28% haben die Reifen vorne. Haben jetzt in der Runde 3% verloren. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Müssen wir weiter beobachten. Ich will nämlich, dass er es nicht da versucht hat zu überholen an der Stelle, muss ich gestehen. Ich glaube, der hat das Talent, dass er genau die Lücken nimmt, wo eigentlich ganz, ganz knapp nur existieren. Wenn überhaupt vorhanden. Ausrufezeichen, wenn überhaupt vorhanden. So, Max ist halt, oh Mann, Max ist halt jetzt auch dran an ihm. Die Nase. Max ist halt jetzt auch dran an ihm, das ist halt schon risky business jetzt langsam. Oh, Ricardo ist auch, oh mein Gott. Diese ersten vier Autos sind innerhalb von einer Sekunde. Wow. Wow. Ja, das war ärgerlich, das hat uns nicht passieren dürfen. Ich muss mich mehr auf unsere Runde konzentrieren als nach hinten. Wir schauen, dass wir in unsere Runde fahren und vielleicht einfach mal wegfahren vorne. So, eine Runde geht noch. Normal wären wir jetzt reingekommen. Das ist noch draußen. Max und Luis kommen rein. Das kann natürlich jetzt ein wundervoller Undercut sein, den die zwei probieren. Ricardo als auch Verstappen.
Ich frage mich, warum das Team geplant hat, uns erst in der 8. Runde reinzuholen. Also unsere Reifen sind nämlich echt durch. Walteris Reifen glaube ich auch, weil der lässt uns auch hinter uns ein bisschen lockerer. Oh Mann, wir haben unseren ganzen Boost gerade verbraucht. Mehr oder weniger. Stroll Vettel. Ja, das ist Leclerc, derjenige, der hinterher wirkt. Die ist hinter uns, probiert es erneut. Und schafft wieder nicht. Ja, er hat da nicht. Wenn er innen ist in der Kurve, hat er dann nicht die Eier zu sagen, jo, ich bleib da voll auf dem Gas. Und bald dreht er uns hinterher. Und das war's dann für seine Runde. Zum Glück habe ich es vor der Runde angesagt, dass ich jetzt reinkommen möchte. Auf jeden Fall auf ihn schon mal knapp 2,6 Sekunden, wenn nicht sogar mehr. Russell Giovinazzi, de Vries van weiter Verstappen hat verloren auf uns. Sekunde, ah nee, nicht ganz. Aber beide auf jeden Fall vorbei an Valtteri Bottas. Der Podcast wird jetzt doch ein bisschen mehr verlieren. Der wird ein bisschen kämpfen müssen. Ich weiß nicht, wo er rauskommt. Wenn er Glück hat, kommt er auf 4 raus. Wenn er Pech hat, wird er mehr Positionen verlieren. Interessiert mich aber auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Wir hatten noch nie so einen beschissenen Teamkollegen wie Valtteri bisher. Ja, ja, das ist hinter dem McLaren und hinter Vettel kommt er raus, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, ist voll los. Er hat da einiges verloren. Die Konstrukteursleitung ist nicht mehr so wichtig, die haben auch schon gewonnen. Ja, wie gesagt, letzter Schau muss der Verstappen irgendwie von uns weghalten. Dann ist der Drops gelutscht hier. In Suzuka. Oh mein Gott. Komm, sag ich, zack, mal dem Gras. Vor allem, wenn sich immer auf so viel Displays konzentrieren muss. Die können wir jetzt mal durchschalten, dann müssen wir auch mal auf den Ziel achten. Jawohl, die kommen jetzt rein, da müssen wir mal alle reinkommen, jawohl. Ist auch so. Russell Höber, Giovinazzi, Ocon. Oh, nee, Ocon fährt immer noch. Versucht sie anscheinend durch diese Strategie auf dem roten Reifen ein bisschen nach vorne zu fahren. Wobei ich das glaube jetzt nach hinten losgeht langsam, weil wir jetzt an dem Zeitpunkt oder an dem Punkt angekommen sind, wo du sagst, wenn du jetzt nicht reinkommst, sind die mittleren oder die Medium-Reifen gut genug, damit die anderen wiederum verlieren. Gut, müssen wir schauen, wie es rausgeht. Müssen wir einfach gucken, wie es rausgeht. Schön bremsen. Sainz ist jetzt Vierter damit, also mit Klaren würde ich ihn auch nicht mehr ordentlich finden. Also noch 5. Der Bus von der anderen raus. Verstappen verliert übrigens auch mit uns. Also kann auf Medium-Reifen nicht mithalten. Ocon ebenfalls. So, schon aufs Feld. Die Zeit mit Leclerc ist jetzt schon dahinter Hamilton. Und Hubert ist. Hubert ist vorher. Hubert ist übrigens vor Hamilton. Also, da scheint die Taktik aufgegangen zu sein. Aber ich glaube, Hubert ist hinter Hamilton gestartet, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Da war irgendwas. We're leading our teammate by 10.8 seconds. Was ich sehe, ist Giovinazzi oder Stroll auf 5. Ne, also auf 6 sind die dann. Oder wäre der Racing Point Vettel auf der 7, Bottas 8, Norris 9 und Hubert auf 10 vor Lewis Hamilton. Das wäre natürlich ein Ausrufezeichen. Hamilton natürlich in seinem letzten Rennen nur 11er, das ist natürlich traurig. Finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne nochmal bei uns gehabt im Team. Ich hätte ihn gerne nochmal im Weltmeistertitel geschenkt in einem anderen Auto.
So kann es jetzt vielleicht Sebastian Vettel nochmal werden. Oder eben jetzt ist ja dann Max Verstappen, Schrägstrich Carlos Sainz, je nachdem, was wir aufholen müssen. Müssen wir dann unterscheiden, wen wir holen. Thema für die nächste Folge hier. Bei Franz, wir haben grüne Flagge. Und das ist Sainz, der da ausrollt. Und das ist ultra bitter für McLaren. Und jetzt bin ich gespannt, wo das Auto abstellt und ob das Safety Car gibt. Das ist nämlich eine bescheuerte Gerade, um Auto abzustellen. Sainz ist raus und eigentlich brauchst du da ein Safety Car. Der steht nämlich richtig gefährlich am Kurvenausgang, mehr oder weniger Anfang der Geraden. Das ist nicht cool, wo der steht. Ricardo kämpft jetzt gleich um den zweiten Platz. Stroll jetzt auf 5. Wo kommt auf 6, wenn ich das richtig sehe? Oder ist das 7? Oder ist das Hubert? Könnt ihr mir vorstellen, dass das Hubert ist? Das wäre natürlich brutales Ergebnis für Antonio Hubert. Die im Reifen von 10 Sekunden ist voll schon brutal. Ricardo auf dem Weg zum Vize-Weltmeistertitel. Ich bin gespannt, ob sich den Sieg hier auch noch krallt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir auch mal was behalten dürfen. Hier ist ein super starkes Ergebnis von den Renaults. Bottas übrigens jetzt hinter diesem Renault. Bottas kämpft jetzt gerade um Platz 6. Schon ein tristes Ergebnis für ihn, aber mei. Das Team hat zu uns gesagt, wir sollen länger draußen bleiben. Ich war der Fahrer, der vorne ist und habe gesagt, ich komme jetzt doch in Runde 7 rein, weil meine Reifen relativ kaputt sind. Ja, und Bottas kam halt mit uns rein. Nicht unser Fehler. Ich habe es dem Team früh genug gemeldet. Wir hätten umplanen können. Oder Bottas hätte einfach ein bisschen Platz lassen müssen, so knappe 2 Sekunden. Dann hätte auch kein Problem gehabt. Ricardo fährt ran an uns. Nur um das mal zu betonen, ich weiß nur nicht, ob ihm die Rundenzahl reicht. Es sind nämlich nur noch ein Viertel. We've only got 2 laps of fuel left. Ja, jetzt reicht es locker. So, Bottas ist immer noch an dem Renault dran. Wir möchten jetzt auf 10 in den Punkten. Ein Renault holt aktuell 2 Punkte. Und Bottas greift diese eine Stelle noch an. Und hat sie, glaube ich. Den 5. Platz. Hilft ihm halt auch nichts mehr in der WM-Wertung. Also wenn Danny direkt hinter uns ist. Danny wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich mit der Kandidat sein, der gegen uns um den Titel fährt. Behaupte ich jetzt mal. Auch wenn Bottas vielleicht zu Mercedes zurückgeht. Wer weiß. Sehen wir dann.
in der übernächsten Folge, wer wohin geht. Also ein Driver-Liner für Season 5 haben. Und Michael Schumacher gewinnt das letzte Saisonrennen in Suzuka. Great job, you've done everything we wanted today. In dieser Saison gab es Höhen und Tiefen, aber jetzt können Sie erhobenen Hauptes in die Winterpause gehen, denn das war ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Ich bin zufrieden mit der Saison, definitiv. Ich glaube, da können wir absolut nichts weiter hinzufügen zu dieser Saison. Wahnsinn. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Röber? Lance Stroll hat heute eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Sein Team und seine Fans werden zweifellos extrem stolz sein. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Definitiv. Hübe erholt einen Punkt. Respekt. Ocon holt 6 Punkte. Bombe. Stroll für Racing Point 8 Punkte. Schau mal auf die Wertung, was sich da verändert. Leclerc schiebt sich, verliert den Platz noch an Verstappen im letzten Rennen. Geht das? Ja doch, das geht. Bitter. Somit ein Fünfter. Hamilton in seiner letzten Saison 6. Bottas 3. Ricciardo 2. Und wir holen 207 Punkte. Von möglichen 250. Krasser Scheiß. Und wir sind einmal ausgeschieden. Konstrukteursrangliste. Renault schafft es tatsächlich mit dem letzten Rennen, mit dem letzten Ergebnis an Alfa Romeo Racing vorbei. Williams wird 10. Haas ist dieses Mal letzter. Joa, Red Bull bleibt vor Ferrari. Wir holen 318 Punkte. Bombe! Perfekte Saison. Highlights, vielleicht haben wir da nochmal ein schönes Highlight gegen Valtteri Bottas. Müssen wir mal gucken. Stimmt irgendwo ein heißes Duell. Mal wieder. Weil uns macht es ja so Spaß, dass wir uns gegenseitig hier fast jedes Mal rauskegeln. Jawohl. So. Weiter. Somit endet die Saison. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Definitiv alles Aerodynamik. Die Abteilung war von den Reglementänderungen für nächstes Jahr am stärksten betroffen. Klasse, das war dann alles. Bitte, Claire, bis nächstes Jahr. Jawollo! Vettel verliert das Duell mit Michael Schumacher. Okay,
Kriegen noch ein bisschen Cash dazu, das ist immer gut. So. Wir haben eine Menge Geld, das einfach nur auf der Bank rumliegt. Ja. Wir sollten was davon in unsere Einrichtung investieren. Machen wir nachher. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Charmin V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zum Saisonende. Und ja, dann kommen die Vertragsverhandlungen. Und mit den Vertragsverhandlungen endet dann auch diese Saison. Und ja, die neue beginnt dann mit 2 Einführungsfolgen. Bis dahin sage ich Charmin V und bleibt gesund.